Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Radio Plan B TV. Ich freue mich, euch heute dieses Video präsentieren zu dürfen. Nach langer, langer Pause mal wieder ein schönes Video, was sich auch per Zufall mir ergeben hat. Denn ich war vor wenigen Wochen beim Eiskönig in Bremen-Nord. Die hatten dort fünfjährige Bestehensfeier. Was ist Eiskönig? Eiskönig ist, ja, wie soll ich sagen, die verkaufen viel Tiefkühlkost. Uschi Krause wird mich wahrscheinlich jetzt gleich lynchen, aber vielleicht drehen wir darüber mal einen gesonderten Film, damit ihr wisst, was Eiskönig überhaupt ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall war ich dort als Techniker für unseren Radiopartner von KISS und auch Heiner Heinemann war vor Ort, um das Ganze mit zu dokumentieren. Und bevor das Ganze eröffnet worden ist, ließ ich so ein bisschen meine Augen über die Zuschauer schweifen und da fiel mir eine junge Dame auf mit roten Haaren. Rote Farbe ist natürlich schon alleine schon Aufmerksamkeitsfarbe, aber das weiß ich inzwischen, sie ist auch noch 1,92 Meter groß und somit fiel sie natürlich direkt ins Auge und eine goldene Handtasche hatte sie auch noch um. Nun verlor sich das Ganze aus den Augen und während der Eröffnungsfeier trat sie dann mit auf die Bühne und da stellte sich heraus, dass das Kiko ist. Kiko hat bei Shopping Queen teilgenommen und hat dort auch gewonnen. Und da habe ich dann Heiner Heinemann gefragt und gesagt, Heiner, du, wollen wir mit der mal ein Interview machen? Und er sagt, das ist eine gute Idee. Und dann bin ich auf sie zugegangen und gesagt, hallo, mit dir würde ich gerne mal ein Interview machen. Und dann hat sie gesagt, ja, gerne, kein Problem. Und das Ergebnis darf ich euch jetzt präsentieren. Hier ist Kiko, die Shopping Queen. Ja, herzlich willkommen hier bei Radio Plan B TV und wir haben mal wieder etwas ganz Besonderes. Nicht nur, dass unser Hüssi, unser Gastmoderator, ja nun bei dem perfekten Dinner war. Wir sind hier gerade bei der Fünfjahresfeier vom Eiskönig und da habe ich noch jemanden gefunden, der bei Vox dabei war und ihr vermutet es fast schon, Shopping Queen war das Thema. Etwas ungewöhnlich, diese Frau, Name Kiko. Es ist nicht japanisch, nein. Groß, rote Haare und auch Queen geworden, glaube ich, wie ich gerade mitgekriegt habe, ne? Genau, und mein Name ist japanisch. Ich hab's geahnt. Kiko heißt glückliches Kind. Deine Eltern? Sind deutsch, aber mein Papa ist Seemann. Ja, so trifft das. Ja, aber wie ist es nun zu dieser Aktion gekommen? Ich meine, bei Hüssi weiß ich, Hüssi hat sich irgendwie vor 30 Jahren beworben, hat er gesagt, und irgendwann haben sie angerufen und gesagt, jetzt bist du dran. Wie war das bei dir? Ja, ich habe mich auch beworben, aber natürlich auch Empfehlung. Ich wurde angeschrieben, ob ich Lust dazu hätte und ja, ich habe einfach mal spontan Ja gesagt, obwohl ich nicht ganz überzeugt war am Anfang, weil ich bin nicht die typische Shopping Queen, aber ich habe es dann durchgezogen. Also nicht die typische Shopping Queen, aber trotzdem Shopping Queen geworden. Wie macht man das? Ja, wie macht man das? Da gibt's kein Rezept. Ich weiß es nicht. Also ich bin es einfach geworden und ich freue mich da tüchtig drüber, weil es hat Spaß gemacht und ich habe einfach das gemacht, wozu ich Bock hatte und es hat geklappt. Ich habe aber auch viel Glück gehabt und super gute Geschäfte. Ja, da sind wir schon beim Thema. Auch das wurde eben schon mal verraten, weil Kiko hat da schon so ein bisschen was von erzählt. Du wolltest ja gerne in Bremen-Nord einkaufen, quasi ausschließlich. Und leider haben einige Geschäfte, ich sag mal so, die Drehgenehmigung verweigert. Aber du hast trotzdem noch das eine oder andere Geschäft gefunden, was dem zugestimmt hat. Genau, da bin ich auch glücklich drüber, weil ich bin Bremen-Norderin und ich muss Bremen-Nord natürlich vertreten und es gab Gott sei Dank Geschäfte und ich bin da total glücklich drüber. Darf ich sie nennen? Von mir aus darfst du sie auch nennen, natürlich. Wenn es mehr als eins ist, sonst wäre es ja Schleichwerbung. Also Kaktus hat mir mit meinem Hauptoutfit sehr geholfen und Leffers war dabei und Schumann und Marys Schmuckhaus. Jetzt wäre die nächste interessante Frage für mich natürlich, wann hat das Ganze stattgefunden? Letztes Jahr im Sommer. Im Juli waren die Dreharbeiten und ausgestrahlt wurde das im Oktober, November. Das sollte man vielleicht ja nochmal finden können. Wir werden uns mal auf die Suche machen. Vielleicht finden wir einen kleinen Link. Heiner guckt schon wieder. Also irgendwas werden wir hoffentlich finden, damit wir euch nochmal die eine oder andere Szene vielleicht auch mit reinschneiden können. Denn das wäre ja noch viel interessanter. So, nun lüfte ich noch ein Geheimnis. Die Frau hat nicht nur einen komischen Namen. Wobei komisch muss ja nicht, ne? Sie hat nicht nur rote Haare und die rote Haare beziehen sich auch so ein bisschen auf ihren Job. Du bist Feuerwehrfrau. Genau. Ich bin Feuerwehrfrau, ehrenamtlich und nebenberuflich. Und ich wurde darauf auch aufmerksam durch meinen Job. Eben halt durch meine Länge und meine Feuerwehrtätigkeit war ich wohl interessant für Vox.
Du bist auch so interessant, aber wie ich habe ihn bezahlt. Genau. Bezahlung machen wir nachher. Wie kommt man zur Feuerwehr? Wahrscheinlich zu Fuß oder mit dem Auto, ist mir schon klar. Aber ich meine, wie entscheidet man sich, dass man sagt, das macht mir Spaß als Frau, Mädchen oder was auch immer? Das ist ja auch wichtig. Denn gerade, das habe ich auch schon mitgekriegt, die Freiwilligen Feuerwehren kränkeln ja ein bisschen. Die haben zu wenig Nachwuchs. Und ich denke, auch weibliche Feuerwehrinnen, keine Ahnung, wie man das nennt, interessiert das ja vielleicht auch. Also, wie ich angefangen bin vor über 20 Jahren, war ich noch ziemlich selten als Frau. Also gestern. Genau. Ja, genau. Es war schwierig einzutreten, weil in so eine Männerdomäne rein, das ist schon schwierig gewesen. Ich habe es gemacht, weil ich Bock drauf hatte und weil mein damaliger Mann auch Feuerwehrmann war. Ich bin also da mit reingewachsen und es macht mir Spaß heute noch nach wie vor. Meine Tochter ist auch mittlerweile dabei. Wir werden eine richtige Feuerwehrfamilie. Also muss ich sagen, quasi Familienbetrieb schon, die Feuerwehr demnächst. Ja, und da sind wir schon beim Thema und ihr merkt schon, das Wetter lässt langsam nach. Ich möchte jetzt auch nicht so unnötig, weil die Haare und das Outfit, die junge Dame muss nämlich noch weg und auch das Geheimnis darf ich schon verraten. Die macht natürlich ihren Nebenjob, Feuerwehrwache im Aladdin natürlich, wo sonst, bei Manfred Mann's Earth Band. Wow. Ist das nicht fantastisch, was wir alles für Leute hier kennen oder treffen. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich, auch bei euch. Und wir hören oder sehen uns dann die Tage. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.